Die Deutschen sind Europameister in Sachen Bio. 2011 zahlten die Deutschen laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 6,6 Milliarden Euro für Nahrungsmittel, die ökologisch oder biologisch erzeugt wurden. Doch lohnt sich der meist tiefere Griff in den Geldbeutel für ein scheinbar besseres Essen auf dem Teller? Was ist dran an dem Mythos Bio? Die Diplom-Ökotrophologin Monika Bischoff beschäftigt sich täglich mit Ernährung aus medizinischer Sicht. Sie weiß, ob Bio die bessere Wahl ist. Die Inhaltsstoffe an sich wurden ja getestet, sind jetzt nicht unbedingt anders oder besser als von konventionellen Gemüseanbau, sage ich jetzt mal. Da kommt viel dazu, ob es gesünder ist. Es kommt auch, wie wird es angebaut, wie gehe ich damit um mit diesem Lebensmittel, die Wertschätzung. Also Bio kann gesünder sein, muss aber nicht. Bauern, die am Biomarkt mitmischen wollen, müssen auf Gentechnik, unterschiedliche Dünge- und Pflanzenmittel und Zusatzstoffe im Futter der Tiere verzichten. Vollkommen naturbelassen ist das Bioessen durch die Richtlinien dennoch nicht. Es gibt auch da verschiedene Siegelarten. Also da gibt es einmal die Öko-Verordnung vom Staat, also von der Europäischen Gemeinschaft. Da ist zum Beispiel drin dieses Bioland oder Bio steht da drauf oder auch dieses berühmte sechseckige Bio-Siegel, das ist eben das vom Staat. Das ist nicht ganz so streng wie zum Beispiel das Siegel von den Anbauverbänden. Das ist dann tatsächlich Demeter oder Tagwerk. Die sind noch um einiges strenger, wie die Tiere gehalten werden müssen, was die essen dürfen und auch einfach von dem Ganzen, wie die Lebensmittel angebaut werden. Aber Pestizide wird man bei Bioprodukten nicht finden. Eier, Obst und Gemüse, Kartoffeln, Brot und Milchprodukte, das sind die Lebensmittel, bei denen die Deutschen am häufigsten zur Bioqualität greifen. Die Nachfrage an Erzeugnissen mit Biosiegel steigt stetig an. Das ist eben das Problem meiner Meinung nach, weil der Biobauer an sich hat ja eine Bestimmung, wie groß das Weideland sein muss. Und das kann ich ja nicht vergrößern. Und Bio ist eigentlich schon ausgeschöpft. Also man kann eigentlich gar nicht mehr Bio produzieren. Dann kommt halt das Bio aus anderen Ländern rüber und dann ist es meiner Meinung nach schon nicht mehr Bio. Weil dann der lange Transportweg dazu kommt. Das wird bestimmt ein Zukunftsproblem werden, weil immer mehr Bio kaufen und dadurch wird auch immer mehr Schindel oder mit Bio getrieben, denke ich. Die Gründe für die wachsende Nachfrage an Bioprodukten sind laut einer Umfrage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft die regionale Herkunft, die geringe Schadstoffbelastung und die gesunde Ernährung. 94% der Befragten kauften Bio wegen der artgerechten Tierhaltung. Das bessere Leben für die Tiere ist tatsächlich nicht nur ein Werbemittel. Es gibt ja auch vom Tierschutz jetzt neue Siegel auch, wo das auch tatsächlich nochmal für den Verbraucher ersichtlich ist, dass die Tiere sehr, sehr artgerecht gehalten werden. Und da gibt es dann ein Siegel mit einem Stern und dann das Premium-Siegel mit 2 Sterne, dass es wirklich super glückliche Tiere sind, so wie man sich's eigentlich wünscht. Auch der Umwelt kommt der biologische und ökologische Anbau zugute. Nach Einschätzung der Experten gelangen weniger Nitrate in Grund- und Oberflächenwasser. Der Verbraucher muss sich beim tieferen Griff in den Geldbeutel bewusst sein, dass man mit Bio-Siegel-Lebensmitteln nicht per se die pure Gesundheit und ein ausgeglichenes Ökosystem kauft. Bei der Ware, die im Einkaufswagen landet, sollte man neben Anbauart auch die Herkunft und die Saison der Erzeugnisse beachten.